Ciao Freunde und herzlich willkommen am letzten Tag im Jahr. Heute ist es tatsächlich soweit. Heute ist Silvester, heute ist der 31. Dezember 2015. Und am besten ist, ihr holt euch wahrscheinlich einfach mal einen Tee, einen Kaffee, was zu trinken, vielleicht was zum Knabbern. Weil ich glaube, ja, so ein Jahresrückblick verdient es einfach, oder so ein Jahr, dass es ein wenig Überlänge hat. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie lange das Video dauern wird. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet, gerade so Statistik, meine Highlights, meine Katze guckt ganz verdächtig, meine Flops des Jahres. Ich habe ein bisschen was Filme, Serien, sonstige Highlights des Jahres. Und rückblickend war es ein sehr durchwachsenes Jahr. Mit Dingen, die passiert sind, die ich nicht erwartet habe. Wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich andere Prognosen abgegeben. Und ja, es war nicht alles positiv, aber ich denke, jede Veränderung ist irgendwann etwas Positives. Was natürlich absolut nicht positiv war, war es einfach, wenn man krank ist oder wie es bei mir Anfang des Jahres einfach war, wenn man an seine Grenzen kommt. Das ist einfach was, was ich wirklich niemandem wünsche. Also, aber wir widmen uns jetzt, denke ich, erstmal ein bisschen der Statistik und ja, setzt euch, macht es euch bequem, fangen wir an. Ich habe in diesem Jahr 142 Bücher gekauft. Im letzten Jahr habe ich nur 117 Bücher gekauft, das heißt, es sind definitiv mehr Bücher in 15 eingezogen als in 14. Gelesene Bücher waren es 106. Das heißt, ich habe im Grunde 36 Bücher mehr gekauft als gelesen, wobei man rein theoretisch dann die abziehen müsste, die man auch wieder verkauft hat, wenn man das so platztechnisch irgendwie sehen möchte, aber okay. Und ich war total verblüfft, als ich mir die Vorjahreszahl angeguckt habe, auch da waren es 106 Bücher. Also ich fand das echt komisch. Ich habe echt nochmal nachgerechnet und habe dann nochmal in 14 geguckt und dachte, das gibt's gar nicht. Also dass man so, ohne dass man es wollte, 106 Bücher ist, denke ich, doch relativ gut für ein Jahr. Mein Ziel war ja, sind immer so um die 100 Bücher im Jahr. Also das wäre was ich immer gerne erreiche und das habe ich auch geschafft. Bei den gelesenen Seiten habe ich aber tatsächlich ein bisschen mehr geschafft als im Vorjahr. Und zwar waren es 41.088 Seiten. Verglichen mit dem Vorjahr 40.592. Also man sieht, seitentechnisch waren die Bücher wahrscheinlich einfach ein bisschen dicker. Also ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Im Durchschnitt nimmt sich's aber dann nicht viel. Im Durchschnitt pro Tag habe ich ca. 113 Seiten gelesen. Im letzten Jahr waren es 111. Und ja, diese zwei Seiten pro Tag ergeben dann im Grunde halt einfach die Differenz aufs Jahr gesehen, die wir vorhin bei den Komplettseiten haben. Auch hier mein Ziel ist immer so mindestens 113 Seiten so im Durchschnitt pro Tag, also 100 Seiten, weil ich einfach sage, ich möchte ja schon ganz bewusst auch meine Lesezeit verbringen. Es gibt natürlich Tage, da ist es weniger, wie ganz aktuell, da komme ich später drauf. Und dann gibt es natürlich Tage, an denen man auch einfach mal wirklich 3-4 Stunden in der Sonne liegt, wenn ich an unseren tollen Sommer denke. Und ja, da habe ich dann natürlich auch viel mehr geschafft an einem Tag. Ja, der beste Monat war tatsächlich der Sommermonat August, in dem ich auch 3 Wochen Urlaub hatte und davon es ja wirklich 2 Wochen immens heiß war und man nichts anderes tat, als am See oder im Garten zu liegen. Und hier hatte ich 5.493 Seiten. Verglichen zum Vorjahr habe ich aber wirklich relativ weniger in diesem Jahr dann geschafft, weil ich habe letztes Jahr im Juni wohlgemerkt, ich glaube, da hatte ich auch Urlaub, also 14, hatte ich 6.032 Seiten. Also ich habe im Grunde in meinem besten Monat auch ein bisschen mehr als 500 Seiten weniger gelesen. Es hat mich ein bisschen gewundert, weil der August dieses Jahr wirklich sehr viele Bücher auch hatte, aber vermutlich einfach von der Seitenzahl vielleicht nicht ganz so stark war. Wer weiß. Der schlechteste Monat war in diesem Jahr der Januar. Und ja, das ist mir auch absolut klar, da war ich ja, also wirklich 2 Wochen krank, wo ich wirklich kaum gelesen habe und mit 2.193 Seiten und da sieht man wirklich, da liegen 3.300 Seiten zwischen dem schlechtesten und dem besten Monat. Also das sind, wenn man mal 300 Seiten pro Buch vielleicht nimmt, sind wir wirklich, ja, also bei einigen Seiten. Also es ist im Grunde, ja, eigentlich alles, was man gelesen hat, man sieht bei den 2.193 Seiten pro, also in dem ganzen Monat, also das wären vielleicht 4 Bücher waren, 5, ja, das war, weil ich eine Woche Urlaub hatte
und halt gesund war. Und als ich krank war, ja, der Februar sah ähnlich schlecht aus. Im letzten Jahr war es der Februar mit 2022 Seiten. Wobei ich glaube, im letzten Jahr nicht mehr wusste, warum der Februar so ein schlechter Monat war. Also man sieht, bei mir ist irgendwie Januar, Februar scheinbar immer ein bisschen schlechter. An sich, also ich bin nicht so der größte Statistik-Fan. Ich glaube, man könnte das noch viel ausweiten. Mir ist einfach wichtig, wie viele Bücher habe ich wirklich geschafft in dem Jahr? Wie war die Seiten? Ich finde es auch immer interessant, so bei der Statistik zu sehen, welcher Monat war wirklich der beste? Erinnert man sich vielleicht, woran es lag? In dem Fall, klar, es war heiß, es war Urlaub, es war Sommer. Da hat man viel gelesen. Was mich wirklich so ein bisschen verwundert, ist tatsächlich, dass so viele mehr Bücher eingezogen sind, als gelesen wurde, weil an sich meine Listen immer relativ ähnlich waren. Klar, gab es mal so Ausreisermonate, aber ja, aber gut, vielleicht ist das ein Vorsatz fürs nächste Jahr, wo ich ja kein Freund von Vorsätzen bin. Ja, finde ich aber absolut okay und mich würde natürlich interessieren, wie viele Bücher habt ihr geschafft? Zählt ihr? Was ist so euer Ziel? Habt ihr es geschafft? Das fände ich wirklich interessant. Da könnt ihr mir gerne mal was in den Kommentaren dalassen. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal mit dem Buch Highlights an, die ich euch einblende. Ich hatte hier wirklich viele E-Books, sodass ich dachte, wegen zwei Büchern, die dann hinhalten, blende ich euch einfach die Cover ein. Und wir fangen ja mit einer Reihe direkt an, und zwar die Midnight Eis-Reihe von Juliane Maybach. Das begann im April. Zweiter Teil im Juli, dritter Teil war jetzt im Dezember. Und das war für mich wirklich eine Reihe, die mich wieder gepackt hat, gefesselt hat. Wirklich sehr, sehr schöne Fantasy. Ich mag den Gedanken, die Story mit diesen Dämonen, mit diesen Dämonenwelten, die Juliane Maybach schafft, dass eben Dämonen nicht einfach die Bösen sind und sondern dass da durchaus eben auch Unterschiede gibt. Und ich mochte das unglaublich gerne. Es gibt dazu auch ein Video, ich hoffe, ich denke dran, dann verlinke ich es euch natürlich mal unten in die Infobox. Bei der Geschichte geht es eben, also natürlich um zwei Leute, sage ich mal, Mensch und Dämon. Und ja, die treffen aufeinander, sind aneinander gebunden. Wir haben hier Emily, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ich habe es halt einfach nicht mit Namen. Das ist einfach mein Problem. Das ist ganz, ganz schwierig. Wir haben Emily und wir haben ihn abgekürzt, Ray, genau. Und Ray ist ein Dämonenwächter. Und also von seiner Welt, und beide werden durch einen Fluch miteinander verbunden und mögen sich anfangs nicht, merken aber schnell, sie müssen sich schon ein bisschen einig sein, damit sie da wieder rauskommen, heil aus der Sache. Und als sich dann der Bann löst, merken beide, ach, da ist vielleicht doch mehr zwischen uns beiden, ein bisschen Gekribbel. Und ja, es gibt aber natürlich noch ein paar, die da nicht so begeistert sind, dass da ein Mensch mit einem Dämon, und man kann sich das gut vorstellen. Eine wirklich tolle Reihe, und wie gesagt, ich verlinke euch das Video natürlich einfach mal in die Infobox. Guckt da einfach mal rein, da könnt ihr das ausführlich sehen. Hat mir unglaublich gut gefallen. Ja, dann ein Highlight aus dem April, die Schwarze Taube von Siva, von Julia und Horst Drosten. Und von den beiden habe ich ja jetzt tatsächlich schon einiges an Büchern gelesen, also insgesamt glaube ich 3 oder 4, und war hier einfach angetan, weil wir in Ägypten waren. Und also sie war ja eine Oase in Ägypten ist, und ich selbst war ja auch schon 5 oder 6 Mal in Ägypten, und ich einfach dieses Gefühl hatte. Also die Geschichte war wieder historisch, die Drosten schreiben ja historische Bücher, und wir waren auf der Entdeckungsreise eines Fotografen zusammen mit seiner Frau, und er wollte dann eben auf die Suche nach dem Grab, glaube ich, von Ramses, nein, nicht vom, vom Alexander des Großen, glaube ich, gehen. Ich glaube, es war Alexander, und ist dann eben über diese Oase da nach Siva, und es war wunderschön. Also ich habe gerade, ich war auch schon 2-mal, glaube ich, in Kairo, 2-mal waren wir in Kairo, wir waren auch schon in Theben, und genau das haben die Drostens eben beschrieben, und man hat sich einfach an diese Orte zurückversetzt gefühlt. Es war, wie wenn man auf diesen Bazar steht in Kairo, man hatte die Gerüche, man hatte das Feeling, man hatte die Menschen vor sich, das war einfach wunderbar, und das haben sie so toll rübergebracht. Und ich mag dieses Exotische mit Historie, gefällt mir unglaublich gut. Ich bin ja sonst kein historischer Bücherleser, zumindest bis jetzt. Ich meine, man weiß ja nie, was noch kommt. Aber mir gefällt hier dieses Exotische und dann eben wirklich so ein bisschen in die Vergangenheit. Das ist ja auch wie so eine kleine Zeitreise. Und das fand ich ganz, ganz toll. Es hat mir unglaublich gut gefallen, hat mir viel Spaß gemacht zu lesen. Und ich bin sehr gespannt auf das nächste Buch, das ja dann in Indien spielen wird. Und ja, freue mich da wirklich unglaublich drauf. War ein ganz, ganz tolles Buch.
Dann ein Buch, was mich total überrascht hat, dass es mir so gefällt, und zwar von Colleen Hoover, Weil ich Laken liebe, habe ich gelesen im Mai. Und zwar, ja, natürlich, warum war ich da überrascht? Weil es irgendwie ein gehyptes Buch war. Ich lange eigentlich immer drum rumgelaufen bin und dachte, naja, willst du es lesen oder nicht? Oder Und dann aber so dachte, lies es einfach. Und ich hatte mir dann den ersten Teil, ich glaube, gebraucht bestellt und habe ihn gelesen und habe ihn in einem Atemzug verschlungen. Also ich habe ihn gleich wirklich so kurz vor dem Schlafengehen angefangen, also bevor ich ins Bett ging, dann auch im Bett weitergelesen und hatte zwischendrin auch mal das Licht ausgemacht und konnte dann trotzdem nicht mehr einschlafen und habe dann wirklich gesagt, ich muss das zu Ende lesen. Mich hat die Geschichte von Laken und Will so angesprochen, ich mochte diese Idee dahinter, ich mochte die Verbindung der beiden, die ja dann Lehrer und Schüler waren, was jetzt total verboten klingt, aber beide da natürlich den Schlussstrich gezogen haben. Ich mochte die Verbindungen zu ihren kleinen Brüdern und dass die Brüder sich dann so verstanden haben. Ich mochte diese Hintergrundgeschichte von ihren Eltern, von seinen Eltern, dann die Krankheit ihrer Mutter. Ich mochte das unglaublich gerne und fand das wirklich ganz, ganz toll. Also ich mochte den ersten Teil wirklich sehr. Es ist auch der einzige Teil, der von allen dreien bei mir noch im Regal steht, weil da wären wir dann im Grunde schon bei den Enttäuschungen. Band 2 fand ich dann so okay und von Band 3 war ich total enttäuscht, weil Band 3 einfach die Geschichte aus der Perspektive von Will war, also der erste Teil. Und das dachte ich mir irgendwie, das ist ein bisschen lasch. Also irgendwie fand ich es nicht mehr so gut, weil man wusste ja, was passiert. Es waren ganz wenig neue Dinge, es waren teilweise dieselben Dialoge, nur aus seiner Sicht, wo ich dachte, warum? Also, nee, also das fand ich dann wiederum schade, aber Weil ich Laken liebe, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Dann im Juni, ja, habe ich gelesen, Die Rote Königin von Victoria Aveyard. Und hier kann ich schon sagen, ich freue mich unglaublich auf den zweiten Teil, der dann ja, glaube ich, im Blausilber erscheinen wird. Der erste Teil ist ja Rotsilber. Hatte ich das eigentlich als echtes Buch oder habe ich das nur als E-Book? Guck, da habe ich vorhin gar nicht geguckt. Wo könnte das stehen? Oh, man braucht ein bisschen Ordnung in seinem Bücherregal. Ich glaube, ich muss hier demnächst mal ein wenig Ordnung schaffen, weil manchmal sitzt man wirklich vom... Ja, ich habe es als Buch, ich habe es gerade gesehen. Und drüber liegt das auch das nächste Highlight. Die Rote Königin. Ja, wir sind ein bisschen in einer Art dystopischen Welt, wobei wir eigentlich eher auch wieder so ein bisschen Fantasy-mäßig ein bisschen in die Vergangenheit gehen und so das Gefühl haben, wir sind ein bisschen mittelalterlich und da herrschen die Silbernen. Und das sind die, die auch etwas Magisches so ein bisschen an sich haben, mit Feuer spielen können, Gedanken lesen können, so etwas. Und auf einmal taucht eine Rote auf und hat auch etwas an sich und bringt sozusagen das komplette Königreich oder zumindest die Königsfamilie ins Wanken. Und das war ein unglaublich tolles Buch, was mich gepackt hat, gefesselt hat, was ja wieder so dieses Gefühl, ich bin ja ein großer Dystopien-Fan nach wie vor, aber hier mochte ich eben den Gedanken, dass die Dystopie eben schon zurückliegt und nicht eine zukünftige Welt beschreibt. Und ich bin einfach ein High-Fantasy-Mädchen und auch, also gerade zumindest ein Fantasy-Mädchen. Und das war wieder so ein Buch, was mich da so mitgenommen hat, begeistert hat, gefesselt hat und was ich toll fand. Und das wäre ein absoluter Kandidat, dass ich den ersten Teil lese, bevor der zweite Teil herauskommt, um wirklich so richtig tief hineinzutauchen in die Geschichte. Und ich freue mich da wirklich unglaublich drauf. Ja, auch direkt das nächste. Eine, entschuldigt, Fantasy-Reihe. Ja, von Eric Kellen. Nimmerherz. Teil 1 gelesen im August, Teil 2 gelesen im Oktober und ich hoffe im Januar oder Februar auf Teil 3. Ich weiß, dass Eric Kellen da schon fleißig am Schreiben ist, weil ich ihn da so ein bisschen auf Facebook verfolge und er da immer mal so ein bisschen den Stand durchbringt. Und das war, ja, absolutes geiles Fantasy-Buch, beide Bücher. Ich fand es toll. Ich mochte das Setting, ich mochte die Charaktere, die Idee, die hinter Nimmerherz steckt, fand ich wunderbar. Ich mochte die Roar, die Tiere aus von oben, also vom Gebirge, glaube ich, irgendwo, wo die herkamen, die man ja nur so
nicht direkt sieht. Ich mochte das. Ich mochte den Perspektivwechsel. Ich mochte den Anfang der Kapitel, die gestaltet waren mit Liedtexten, Gedichten aus der Welt, die uns die Welt so nahe gebracht haben. Und ich fand das einfach toll. Ich mochte den Stil von, oder mag den Stil von Eric Kellen. Mir machte diese Geschichte unglaublich viel Spaß. Und ich bin total gebannt auf den dritten Teil, wie die Saga um das Nimmerherz sozusagen enden wird. Und ja, bin da total neugierig. Also ich hoffe, das Buch kommt bald. Jeder, der Fantasy mag, egal Herr der Ringe, mittlerweile kann ich sagen, auch wer Game of Thrones mag, dazu kommen wir auch später, wer sowas mag, der ist da absolut wohl aufgeführt, der ist da absolut gut aufgehoben. Meine Güte, man sollte langsam reden. Ne? Die großen Buchstaben zuerst, hat meine Oma mal gesagt. Und ja, absolut genial. Ich mochte beide Bände und ich habe wirklich dieses Feeling, man war so drin und es war einfach die perfekte Mischung aus, wir sind ein bisschen abgeschweift und dann doch wieder knallhart bei der Sache und konkret, und das war toll, ich bin absolut begeistert. Und dann, das nächste Buch, also das letzte reine Bücher-Highlight, sag ich mal, war dann Bronzehaut von Andreas Dutter, den wir hier ja alle als Previdu Libro kennen. Der hat mir sein E-Book zur Verfügung gestellt. Und ich bin da mit relativ wenig Erwartung herangegangen, weil, also ich kenne Andi so von den Videos und dachte, guck ich mal, Buchgeschmack ist ein bisschen ähnlich, und dachte, bin ich gespannt. Und er hat mir auch eine Fantasy-Geschichte geliefert, die mich absolut gepackt hat. Also ich war so begeistert von dieser Idee und den Charakteren und was er mit dieser Hintergrundgeschichte, wie er das umspielt hat, erzählt hat, umwickelt hat mit seiner Fantasie. Und das war so bildlich und sprachlich auch sehr gelungen, wie ich fand. Und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin in Bronzehaut wirklich eingetaucht. Bin sehr gespannt, wann da jetzt der zweite Teil herauskommt. Ist auch der Start einer Reihe. Ich glaube aber nur ein Zweiteiler, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und es hat mich total überrascht. Es hat mich total geflasht. Ich war wirklich hin und weg. Also es war wirklich, wie man sieht, zwei Highlights im August. Es hat mich wirklich gefesselt und total da niedergeknallt. Also wirklich großes, großes Kino. Und das waren, ich sage jetzt mal, meine Buch-Highlights. Ich habe natürlich auch ein Jahres-Highlight. Und ich habe dazu schon mal für die liebe Niki Paula, für ihr Jahreshighlight-Video, das ich euch mal in die Infobox packe, einen kleinen Videoclip gedreht. Und ich blende euch den einfach so ein, weil es war auch mein erster Versuch vor einem Greenscreen. Und ich denke, das muss jetzt einfach nochmal Verwendung in einem meiner Videos finden. Also wundert euch nicht, dass Haare und alles ein bisschen anders. Also nicht viel anders, aber na, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Das ist halt schon ein Stückchen her, ich glaube jetzt 2 Wochen. Und wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Jahreshighlight. Mein Buch des Jahres ist nicht nur ein Buch, eine Geschichte. Nein, es sind Wörter, Gefühle, die tief unter die Haut gehen. Es geht um Jonah von Laura Newman. Ja, im Hintergrund seht ihr den Buchtrailer. Und ich war und bin ein großer, großer Fan dieser Geschichte. Es ist eine Geschichte, wie ich sie lange, lange, wenn überhaupt noch nie erlebt habe, mit Wendungen, die es aus einer lockeren, leichten Sommergeschichte zu etwas ganz Tiefen und Gefühlvollen machen. Mit ganz viel Weisheit, ganz viel Laura und unglaublich viel, Gefühl, Gänsehaut, Bauchkribbeln, Schmunzeln und Tränen. Und dieses Buch hat es dann tatsächlich geschafft, dass ich glaube, 2 Tage lang kein anderes Buch anfassen konnte, weil ich so in diesem Bann war, so darüber nachgedacht habe. Und selbst am nächsten Tag, als ich dann über Jonah weiter nachdachte, dachte, das war dein Buch des Jahres. Es war nicht nur das Monatshighlight, sondern ist auch wirklich das Jahreshighlight. Und ich beende das Video mit einem Zitat, das das Gefühl dieses Buches, ich denke, ganz gut beschreibt, sozusagen das Zitat im Buch über Buch, so in etwa, als mache man Ferien von sich selbst. Ja, ich hoffe, mein Jahreshighlight
Hat euch gefallen? Ich weiß, es ist bestimmt nicht perfekt und ja, man braucht da definitiv vielleicht doch nochmal das ein oder andere Equipment, aber ich, ja, mir hat es einfach gefallen, mal vor so einer grünen Wand zu sitzen und mich dann da in den Clip von der lieben Laura einzubauen. Und Jonah ist für mich ein absolutes Jahreshighlight. Ich, ja, durfte es ja testlesen und ich war so dabei, ich war so berührt, ich war so gefesselt, ich war so angetan von der Idee, von der Wendung, von den Dialogen, die teilweise so viel Weisheit und trotzdem witzig waren und so viel Laura, fand ich, steckte einfach in diesem Buch und ich war einfach hin und weg. Und es war auch eins, ich glaube, in diesem Jahr so ziemlich mit das einzige, vielleicht mit Ausnahme von einem sehr, ja, von einem Flop dann sozusagen, wo ich wirklich ein oder zwei Tage danach nicht lesen konnte, wo ich immer wieder anfing und meine Gedanken sind immer wieder zu Jonah gestreift und ich dachte, das gibt es gar nicht. Mich hat dieses Buch absolut in den Bann gezogen und ja, das war echt ein geiles Buch und jeder, der es noch nicht kennt, der sollte es unbedingt lesen. Ich weiß, viele sagen jetzt, oh, es wird so ein Geheimnis um die Story gemacht und es gibt keine Vergleiche zu anderen Büchern. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass wenn man die Wendungen, die es in diesem Buch gibt und dann auch sozusagen, wo man es dann mit anderen Geschichten vielleicht vergleichen könnte, erzählt, dann nimmt das einfach die Besonderheit in diesem Buch, weil das Besondere und was einen großen Teil der Geschichte einfach ausmacht, ist, dass man einfach anfangs nicht weiß, wo es einen hinbringt. Und ja, lasst euch einfach anstecken von dem Geheimnisvollen und lest dieses wirklich ganz, ganz tolle und grandiose Buch. Und ich denke auch sehr erfolgreich in diesem Jahr. Laura hat sich mit Jonah, glaube ich, eine Woche oder zwei in den Top 100 bei Amazon gehalten, was ich echt toll fand, was mich unglaublich gefreut hat. Und Laura hat es absolut verdient. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Bücher von Laura, auf die Projekte von ihr. Ich bin ja ein Riesenfan von Laura und ich, ja Laura, ich hoffe mal, du guckst zu. Ich glaube, das weißt du auch und ja, auf viele lustige Nachrichten in unserer Gruppe und auf den ein oder anderen Mr. Anderson oder gar Tesla. Über wem tauschen wir uns beim nächsten Mal aus? Das ist so. Ja, wirklich ein grandioses Buch und ja. Dann gab es auch drei Bücher, die ich jetzt herausgenommen habe als enttäuschte Bücher bzw. auch abgebrochene Bücher. Unglaublich enttäuscht war ich im Januar von Ich bin die Nacht von Ethan Cross, ein schwarzes Buch, das mich total schon lange angesprochen hat. Ich es dann tatsächlich, glaube ich, bei meiner Tour mitgenommen habe, als ich diesen unabhängigen Buchhandel bei uns im Ort sozusagen getestet habe und das, ich glaube, dann übrig blieb und mit durfte. Und ich einfach nicht verstand, ja, es war ein Thriller, er war auch nicht schlecht, aber die Wendung und die Auflösung fand ich total grottig. Das fand ich wirklich furchtbar, es hat mir komplett den Spaß genommen an dieser Geschichte und ich fand es auch einfach zu absurd. Ich kann mir nicht helfen, klar, es ist ein Thriller, sind wir mal ehrlich, nicht immer realistisch und ich bin ja Fantasy-Leser, das heißt, das ist auch nicht realistisch, aber damit konnte ich so gar nichts anfangen. Also das, ja, direkt das Nächste ist dann auch ein Thriller aus dem Oktober. Es ist kein Thriller, das muss man entschuldigen, vielleicht dazu sagen, wenn man von der Blutschule von Max Rohde alias Sebastian Fitzek spricht. Ja, jetzt werden mich wieder einige schlagen und meckern. Mir hat es einfach nicht gefallen. Ich habe dieses Buch dennoch gekauft, weil ein Sebastian Fitzek dahinter stand und gesagt wurde, es war relativ schnell bekannt, dass hinter dem Pseudonym Max Rohde steckt, der wiederum eine Rolle in dem neuen Buch von Sebastian Fitzek eine Rolle spielt und die Hauptrolle spielt. Und natürlich geht man an so ein Buch heran. Das ist auch, wie ich an den ersten Krimi herangegangen bin von, wie auch immer, jetzt Pseudonymis, Robert Galbraith. Und hinter dem steckt ja J.K. Rowling. Und dann liest man den Krimi und der hat so gar nichts mehr mit Harry Potter oder ansatzweise dem zu tun, was man in dieser Geschichte mochte. Da ist man auch enttäuscht. Und nicht umsonst sieht man kaum Robert Galbraiths Bücher, weil ich glaube, da doch relativ viele nicht so begeistert waren, die eben eigentlich Harry Potter mochten. Sondern wenn ich Krimi-Leser bin und treffe auf diesen Robert Galbraith, dann werde ich das cool finden. Ganz logisch. Aber man hat halt eine Erwartungshaltung. Und so war es bei der Blutschule dann halt leider auch. Und ich fand es auch einfach nur sehr eklig.
Es war, und ich glaube, die zweite Auflage heißt jetzt auch nicht mehr Thriller, sondern es läuft jetzt unter Horror. Und ich glaube, dass es da auch viel besser hinpasst, weil dann hätte ich auch anders gelesen. Also ich bin jetzt nicht so der große Horrorleser. Ich glaube eigentlich gar nicht groß. Sehr selten, dass ich groß Horror lese. Ich fand es einfach, ja. Und es war auch ein Buch, was ja, auch nicht mehr in meinem Regal steht. Es wurde direkt danach verkauft. Da kann man von Glück reden, dass es kein Rezi-Buch war, das man ja nicht verkauft, sondern dass man selbst gekauft hat und vor lauter Frust dann bei eBay eingestellt hat. Ja, so war es. Und das letzte war dann ein absoluter Wälzer, der mir gefallen wollte, es aber nicht tat. Und zwar Blut aus Silber von Alex Marshall, das ich im November angefangen habe zu lesen. Es ist ein Riesenwälzer und ich bin nicht in diese Geschichte reingekommen. Gar nicht. Ich habe von den 700 Seiten, ich glaube 175 gelesen und ich wollte einfach nicht mehr. Es war so zäh, es war so langweilig, es war irgendwie so ungreifbar. Ja, wer weiß, wer hinter Alex Marshall steht, das ja ein bekanntes Pseudonym sozusagen ist. Ich weiß nicht, wer dahinter steht. Ist, glaube ich, auch nicht wirklich veröffentlicht. Irgendwie, ich habe zumindest nichts drüber gelesen oder gehört. Es tut mir unglaublich leid, aber das war es nicht. War ganz schlimm. Es war wirklich zäh und noch zäher und ich gucke gerade. Es steht, glaube ich, im anderen Regal, wo ich es wieder hingepackt habe und ja. Ja, zum Thema Filme, gerade insbesondere Filme, die natürlich mit Büchern zu tun hat, ist jedem aufgefallen, dass es dieses Jahr keinen Hobbit gab. Also ich war da sehr erschüttert, dass es keinen Hobbit 4 gab. Mein Papa und ich hatten ja die Tradition, dass wir uns den Hobbit immer kurz vor Weihnachten angucken. Und wir haben uns dieses Jahr auch so gedacht, Mensch, was machen wir denn jetzt mit dem Samstag vor Weihnachten, wenn es keinen Hobbit gibt? Ja, es gab aber drei andere Buchverfilmungen und beginnend mit Der Bestimmung Teil 2 in Searching, die Anfang des Jahres, April, Mai, in die Kinos gekommen ist. Ein sehr geiler zweiter Teil, der fand ich zumindest sogar geiler war als das Buch. Ich mag die Schauspieler, ich mag die Story hinter die Bestimmung, ich mag die filmische Umsetzung, auch wenn sie abweicht vom Buch. Mir macht das unglaublich viel Spaß und ja, ich habe zu den Buchverfilmungen auch Videos gedreht. Da klickt einfach mal in die Infobox, da könnt ihr mal reinschauen, da verlinke ich euch das. Ich fand den Film wirklich cool. Ich habe ihn jetzt auch auf DVD zu Weihnachten geschenkt bekommen und das ist jetzt, denke ich, demnächst einmal, wenn ich mit meiner anderen Sucht fertig bin, auf jeden Fall auch dann eine DVD, die bei mir mal wieder im DVD-Player läuft. Dann, Der Marsianer lief, ist eine gute Frage, wann lief er? Ich glaube, so im Herbst, September, Oktober, habe ich ja noch schnell vorher das Buch von Andy Weir gelesen. Und bei Marsianer sind wir ja auf dem Mars und wir lassen Mark Rodney, irgend so, auf dem Mars zurück. Und der rechnet sich aus, wie viele Monate, wenn nicht gar, wenn es Jahre waren anfangs, er da oben im Grunde überleben muss, das heißt nicht verhungern, nicht verdursten und ansatzweise genug Sauerstoff irgendwie haben, bis die nächste Mars-Mission kommt und ihn gegebenenfalls rettet. Oh, auch meine Kuschelmaus, da kommt meine Kuschelmaus. Ja, die darf doch direkt mit der einfach mal Hallo sagen. Hallo, ne? Ja, ne, und schnurren auch noch, vielleicht hört ihr es. Und das war ein unglaublich geiles Buch auch, sehr humorvoll. Ich mochte den trockenen Witz, den Mark Watney hatte. Hieß er Mark Watney? Ich glaube schon. Und ich mochte, wie Matt Damon ihn gespielt hat. Ich fand es unglaublich geil. Ich mag Matt Damon, ich mag den schon so lange, seit Good Will Hunting. Doch, bin ich ein riesen Matt Damon-Fan. Und ich, einfach großes Kino. Also ich fand den Film unglaublich gut. Und der letzte Film, der mich mehr als gepackt hat, ist Tribute von Panem 3.2, wenn man möchte. Also der vierte abschließende Teil. Ja, ich muss nicht da viel sagen. Mir fehlen da eigentlich auch heute noch die Worte. Mich hat dieser Film unglaublich in den Abgrund mitgenommen. Ich saß im Film, hab geheult. Ich saß danach während des Abspanns im Kinosaal, habe geheult. Ich saß noch im Auto und habe geheult und selbst unter der Dusche. Und dann bin ich ins Bett und habe immer noch geheult. Mich hat das unglaublich gefühlsmäßig mitgenommen. Ich habe im Buch auch geweint, aber bei weitem nicht so viel. Und ich glaube, es lag einfach daran, dass man es einfach sehen musste. Ne? Es ist nicht wie, ich weiß nicht. Ich habe auch in meinem Video gesagt, dass
das ging mir bei was anderem auch schon mal dieses Jahr so, dass ich glaube, bei einem Buch das Hirn irgendwann liest und merkt, es wird schlimm und es dann nicht so schlimm in den Kopf reinbringt. Man liest es zwar, man kann auch nicht wegschauen beim Lesen, aber ja, aber bei einem Film, da brescht es halt auf einen ein und man muss das Hirn das ertragen, ob es das jetzt möchte oder nicht. So stelle ich mir das zumindest vor. Natürlich kann man bei einem Film weggucken, aber das habe ich bei Panem nicht getan. Und ja, es war echt heavy. Also ein sehr geiler Film. Ich hatte noch mit dem Gedanken gespielt, ihn mir ein zweites Mal anzugucken, auf, also nochmal ins Kino zu gehen, aber ich dachte, ich glaube, das zweite Mal gucke ich mir den allein auf meiner Couch auf DVD an. Ja, das ist so. Ja, das war es so filmtechnisch, zumindest was Buchverfilmungen angeht. Ja, Serien gab es in diesem Jahr. Es begann im Januar mit Outlander, der Highland-Saga von Diana Gabaldon, wie auch immer, wo wir über einen Steinkreis in die Vergangenheit reisen. Wir sind in den Highlands, also in England, und ja, sind dann, glaube ich, 200 Jahre zurück. Ich glaube 1700 irgendwas, also die eigentliche Geschichte, die Hauptzeit ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also irgendwie 1950 gewesen sein, und waren wir dann 150 Jahre zurück? Gedächtnis. Ich habe das Buch letztes Jahr, also 2014, auf meiner Reise zur Buchmesse nach Frankfurt gelesen, weil ich ja wusste, die Serie wird verfilmt, und dachte, Mensch, da musst du endlich mal dieses Buch lesen, ist ja auch so ein riesen Wälzer. Und ich fand die Geschichte sehr, sehr geil. Ich mag Zeitreisen, ich mochte das England-Fieber, diese Highlands. Ich mag das unglaublich gern. Und ich habe die Serie sehr geliebt. Ich fand die Serie unglaublich cool. Ich habe die sogar noch vor dem Free-TV sozusagen gesehen, weil ich die auf Pay-TV gucken konnte, über Sky. Und ich fand die mega geil. Also ich fand die ganz, ganz toll. Bin mega gespannt, wie es jetzt mit der zweiten Staffel weitergeht. Man soll nie sagen. Da kommen wir gleich zum nächsten Beispiel. Aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen, den zweiten Teil vorher zu lesen. Ich überlege, ob ich mir nicht das Hörbuch vielleicht hole und mir das Buch dann einfach anhöre. Aber ja, ich weiß es noch nicht. Und bin aber sehr gespannt auf die Serie und ja, freue mich da ungemein drauf. Und ja, dann gab es die dritte Staffel von Under the Dome. Und da möchte ich gar nicht viel sagen, außer dass sie Mist war. Ich habe schon viel im Internet gesehen und gehört und gelesen, dass Under the Dome sehr abweicht von der Stephen King-Vorlage, auch Under the Dome, beziehungsweise im Deutschen die Arena. Wobei der deutsche Titel schon viel zu viel erzählt, das finde ich, spürt man bei Under the Dome noch nicht, um was es wirklich geht. Und ich mochte die dritte Staffel gar nicht. Ich fand, die Charaktere waren komisch, die haben gehandelt, wie man es gar nicht von ihnen erwartet. Ich fand die Auflösung, die es irgendwie ja nicht dann gab, ich fand das einfach nur furchtbar. Es war ganz oft so kopfschüttelnd saß man davor, man dachte aber, man will ja trotzdem wissen, wie es endet. Dann habe ich mittendrin schon gelesen, dass eigentlich noch eine vierte Staffel geplant war, die man jetzt aber nicht macht. Dementsprechend passt so das Ende vom dritten nicht so hin, wie man es vielleicht erwartet, damit alle Antworten gelöst werden. Und da dachte ich mir, bin ich irgendwie raus. Also es war furchtbar. Ich mochte es nicht. Ich hatte Lieblingscharaktere da drin und die haben sich auf einmal so verändert. Da wurde auf einmal aus dem geilen Bösewicht, so ein weicher, und ja, mochte ich nicht. Und immer diese Kampfimmanzen, ja, mochte ich auch nicht. Also Under the Dome Staffel 3, absolut nicht mein Fall. Ganz anders, die erste und zweite Staffel von The 100, die lief ja auf Pro7, immer mittwochs. Das mochte ich unglaublich gerne. Ich mochte das Buch nicht, ich habe ja Vorserie The 100 gelesen. Die Serie, die erste Staffel, fand ich mega geil. Diese Vorstellung, dass es hier einen Atomkrieg gab, der die Erde zerstört hat, sich die Menschen aufmachen ins All und dann eben 100 Jugendliche, die Strafgefangene mehr oder weniger sind, auf die Erde schicken, um zu gucken, ob die bewohnbar ist und dann natürlich auf der Erde was passiert. Es gibt sehr, sehr geile Charaktere. Es gab Wendungen, die ich sehr überraschend und cool fand. Ich mochte das Ambiente, auch wenn es mich schon sehr an Lost erinnert hat. Also mancher Gedanke darin hat schon sehr Lost-Charakter gehabt. Ich mochte die erste Staffel. Bei der zweiten Staffel gab es schon so den ein oder anderen Moment, wo ich dachte, oh, hoffentlich verweilen wir nicht in diesem Klischee. Ich mag das einfach nicht, wenn es zu klischeehaft wird.
Und am geilsten war dann eigentlich wirklich das Finale von The 100 mit einer absolut genialen Fassung von Knocking on Heaven's Door, die ich unglaublich geil fand. Das könnt ihr hier mal bei YouTube eingeben, Knocking on Heaven's Door und dann irgendwie The 100. Da findet ihr das. Das ist so geil und ich liebe dieses Lied. Also PC an, Lied an und dann, ja, dann geht's mir gut. Sehr, sehr, sehr geil. Und dann, ja, kommen wir zu etwas, wo ich nie dachte, dass es mich tatsächlich fesselt. Ja, ich bin nun auch. Ja, mein Name ist Steffi, ich habe ein Problem, ich bin süchtig nach Game of Thrones und ich stecke aktuell echt tief drin in dieser Sucht. Ah, ich hätte es nicht geglaubt. Ich habe mich ja lange eigentlich gegen diese Buchfolgen so gewehrt, weil ich halt viel gehört habe, dass sich George R. R. Martin sehr hat bei Tolkien hat inspirieren lassen. Ja, inspirieren und abschreiben, der Grad ist, glaube ich, nur sehr gering. Ich unterstelle jetzt nichts, aber das war so, was bei mir in meinem Kopf umherging. Und ich hatte mir Anfang des Jahres, ich glaube mal bei einem Expert- oder Mediamarkt-Gutschein, die erste Staffel von Game of Thrones mitgenommen, weil ich habe eine liebe Freundin, die sehr süchtig ist, meine Schwester ist süchtig, also meine Schwester hat es halt auch immer gesuchtet sozusagen und dachte mir, naja, nimmst mal die erste Staffel mit, irgendwann kommst du mal dazu. Ich bin immer so rumgelaufen und dachte, Mensch, wenn du damit jetzt anfängst, willst du nicht vorher die Bücher lesen? Dann dachte ich, oh, da gibt es mittlerweile, glaube ich, 10 Bücher, beziehungsweise 5 englische Bände und jeder dieser Einzelbände sozusagen kostet um die 15 Euro, glaube ich. Und dann dachte ich, boah, wenn du jetzt anfängst und dir gefällt das und du willst dann, ich bin halt dann leider so, wenn ich etwas suchte, dann bin ich ganz tief im Abgrund. Dann dachte ich, oh, 150 Euro und einfach mal so und oh, und eigentlich hast du noch so viele andere Bücher, die du lesen willst und dann reden so Engel, Teufelchen auf der Schulter auf einen ein. Dann kam es aber im Dezember so, dass ich mit einer sehr, sehr starken Erkältung samt Fieber auf der Couch lag und eigentlich dachte, boah, willst du dir wirklich dieses Hartz-IV-Fernsehen antun? Und man muss dazu sagen, ich bin kein großer Fernsehschauer, also ich mag Shopping Queen immer mal gerne, ich mag Wer wird Millionär. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich im Fernsehen angucke, sehr regelmäßig. Ich bin normal schon ein YouTube-Schauer, ein DVD-Schauer, also Filme mag ich gerne. Aber so das klassische Fernsehen oder irgendwelche Serien oder also mit Ausnahme Serien, die mich dann faszinieren. Ja, und dann dachte ich, auch legst du einfach mal die DVD ein. Und ja, es hat, glaube ich, knapp 3 Folgen gedauert und ich war infiziert. Ich bin auch aktuell jetzt in der 4. Staffel. Es war so, es war ja im Grunde von mir aus gesehen erst letzte Woche. Es war der Dienstag vor Weihnachten und ich habe dann meinen Papa losgeschickt als Staffel 1 durch. Oh, gehst du nicht nochmal in den Mediamarkt und holst mir die 2. Staffel? Und die Kinder, und da bin ich definitiv dann ganz Kind und 20 Jahre jünger, mindestens, wenn nicht 25 Jahre jünger. Und mein Papa ist tatsächlich in den Mediamarkt gefahren und hat mir dann die 2. Staffel geholt. Und als ich die dann auch noch gesuchtet hatte über Weihnachten, musste eine Freundin herhalten und ich will unbedingt die 3. Staffel. Hab aber dann schon parallel bei Medimobs jetzt Staffel 3 und 4 bestellt. Also Staffel 4 liegt zum Beispiel aktuell auch gerade ja, auf dem DVD-Player. Und ja, hab mir dann von meiner Freundin Staffel 3 geliehen. Und als Staffel 3 durch war, dachte ich, jetzt brauchst du Staffel 4. Und demnächst brauche ich noch Staffel 5. Und dann bin ich live dabei, wenn Staffel 6 im Fernsehen sozusagen jetzt demnächst läuft. Ich glaube April. Frühjahr ist es dann soweit. Und jetzt mag man sich fragen, warum? Und ich habe darauf keine Antwort. Ich bin, wie vorhin schon gesagt, ein Fantasy-Mädchen. Und ich mag das unglaublich gerne. Ich mag einfach auch diesen Flair, den Fantasy-Bücher oft haben, dass sie eben in so einer Art Vergangenheit, Game of Thrones ist ja gefühlt sehr mittelalterlich, dass die eben in dieser Welt spielen, dass da manches einfach ganz anders ist wie jetzt. Ich mag das, wenn man wirklich so wegtauchen kann. Ich bin sehr, sehr selten ein Leser von Echtzeitbüchern. Kommt vor, ja, aber schon eher selten. Ich bin schon jemand, der gerne ein bisschen Fantasie eben einfach bedarf für seine Bücher. Und das passierte da einfach. Ich war so drin. Es gibt Charaktere, die ich geil finde, es gibt Charaktere, die ich hasse und das Hass, glaube ich, schon noch fast, also Game of Thrones bietet einfach alles. Es gibt Charaktere, wo ich mir noch unsicher bin, auch in Staffel 4, ist die jetzt wirklich gut oder schlecht oder mag ich den oder wo geht es hin?
Es gab Charaktere, die ich mochte, die mit einem Schlag etwas taten, was sie total unsympathisch machten und umgekehrt. Und ich glaube, das ist wirklich das Geile an Game of Thrones, dass man einfach nicht weiß, wo geht die Geschichte hin. Wird es ein Happy End geben? Was macht George R. R. Martin, der ja, glaube ich, selbst gerade noch gar nicht bei Buch 6 ist, soweit ich das jetzt recherchiert habe. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren. Man spoilert sich aber relativ schnell selbst und das ist natürlich total doof, das will man ja nicht. Also ich werde meine Recherche auf nach Staffel 5 sozusagen verschieben. Es ist eine geile Welt. Es sind unterschiedliche Perspektiven und es ist einfach, man ist einfach drin in dieser Welt. Die Welt ist unglaublich derb, böse, kalt, brutal. Also man hat viel, viel, viel Blut. Es gibt viel Sex, es gibt viel nackte Haut. Teilweise, wo ich mich dann auch schon frage, was trägt diese Szene nun zur Geschichte bei? Auch hält man wirklich bei diesen brutalen Szenen volle Kanne drauf. Und das ist schon was, wo ich sage, okay, Serie ist ab 16. Ich weiß nicht, ob 16 vielleicht sogar noch zu jung ist. Aber ja, okay. Es ist schon derb. Also es sind manchmal, oh, wo ich denke, also wo es mich wirklich schüttelt. Und ich dann aber gelesen habe, dass George R. R. Martin eben die Welt so zeigen will, wie sie ist. Und die Welt ist brutal. Guckt raus, guckt Nachrichten, die Welt ist hart. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber es gab und gibt unglaublich viele Kriege und es gibt ja nach wie vor auch so viele Konflikte. Und da wird in den Nachrichten dann zum Beispiel mal von irgendeinem Unfall gesprochen, von irgendwo ging eine Bombe hoch, das klingt so banal. Und es gibt 250 Tote. Und nächstes Thema. Und ich glaube, wir sind auch schon zum Teil einfach durch diese Nachrichten und durch die Welt, wie sie ist, so ein bisschen abgestumpft. Sodass uns 250 Tote gar nichts mehr ausmachen. Ich weiß, das hat mich das erste Mal sehr beschäftigt beim 11. September, wo ja die Flugzeuge gegen die Twin Tower in New York geflogen sind. Und wenn man sich bewusst gemacht hat, wie viele Menschen zum einen in dem Flieger saßen, und zum anderen in diesen Twin Towern vielleicht waren. Und die Szene kam immer wieder. Ich glaube, die lief ja in 12 Stunden in ständiger Wiederholung. Und man denkt sich immer, da sitzen Menschen. Es sind echte Menschen. Und ich glaube, dass uns das heute manchmal fehlt. Ich glaube, wir würden auch gar nicht aufstehen, wenn wir diese Dramatik unseres Lebens, unserer Welt, uns wirklich jeden Tag bewusst machen. Das ist ja, was unser Hirn sehr gut macht, dass das halt radiert meinetwegen und als nicht so wichtig nimmt. Aber ich glaube, wir würden keinen Tag aufstehen, wenn wir uns des Elends auf dieser Welt immer bewusst wären und das bewusst in unserem Kopf so wäre. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und bei Game of Thrones wird es uns bewusst. Er hält drauf, er erzählt die widerlichsten, bösten, gemeinsten, sadistischen Geschichten, Gedanken, Gefühle, die Menschen einfach haben können. Und ich finde, auch wenn es eine Fantasy-Geschichte ist, kommt sie der Realität so nah, wie es keine Soap, wie es keine andere Geschichte es vielleicht schafft. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt an Fantasy. Man weiß ja oft, dass High Fantasy wirklich sehr brutal ist. Und auch Herr der Ringe ist absolut in manchen Punkten schon ziemlich heftig. Die Filme sind ein bisschen seichter, aber wenn man an die Schlachten zum Beispiel denkt und man verliert ja auch den einen oder anderen oder auch beim Hobbit, es gibt da ja auch Verluste. Und das Besondere einfach an der Serie ist, dass es so echt ist. Und man stellt sich das vor, dass das Mittelalter, ich stelle mir das so vor, wirklich so war. Und ja, ich komme schon wieder so von eins ins andere, ne? Man merkt, ich stecke so tief in meiner Sucht und Leute, es ist wirklich so. Ich habe nie verstanden, wie Leute ständig Serien suchten können und ich glaube, so eine Serie, die ich echt gesuchtet habe, war mal Lost. Die habe ich echt geil gefunden, die habe ich geliebt. Auch Sex and the City könnte ich durchgängig gucken. Ich habe auch die Golden Girls, da könnte ich jeden Tag 5 Folgen angucken und lachen. Aber so richtig, dass ich sage, ich lese kaum noch. Ich gucke schon, während ich mich morgens in meinem Wohnzimmer mittlerweile fertig mache, also schminke, frühstücke, was trinke, Katzen versorge, schaue ich mir Game of Thrones an. Und wenn es nur 20 Minuten sind, das ist echt heftig. Ich kenne das eigentlich nicht von mir. Und ich bin jetzt leider tatsächlich doch so weit, dass ich mir denke, du wirst diese Bücher lesen. Ja, ich werde sie lesen. Ja, es ist...
Habe ich mir, ich denke, jetzt einfach mal für 16 vorgenommen, ich werde die Bücher lesen und ich befürchte, dass ich sie auch suchten werde und dann einfach nichts anderes mehr in meine Buchwelt, ja, jetzt kommst du wieder, reinfällt. Ich überlege noch, hole ich mir wirklich die Bücher oder lese ich doch die E-Books, die handlicher sind. Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt aber schon gesehen, dass es einen 5er-Schuber in Englisch gibt für sag und schreib, ich glaube 25 oder 30 Euro und dass ja alle 5 Bände wären und man hat ja die deutschen Bände dann aufgeteilt und hat aus einem englischen 2 gemacht, deswegen finde ich das schon ein bisschen unverschämt, wenn man sich überlegt, 5 englische Bände kosten 25 Euro, während die 10 deutschen Bücher 150 Euro kosten. Das ist schon frech, aber liest man Game of Thrones auf Englisch? Wer hat denn da Erfahrung? Gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da vielleicht eingefleischte Fans seid. Kann man das Englisch lesen als Durchschnitts-Englisch-Leser? Also ich lese ja das ein oder andere Buch auf Englisch und schaue auch immer mal Filme auf Englisch. Game of Thrones habe ich jetzt persönlich aber wirklich nur auf Deutsch geguckt. Vielleicht sollte man da, ja, könnte man vielleicht anfangen. Aber ja, meine Schwester regt sich tierisch auf in der deutschen Übersetzung, dass so viele Namen übersetzt wurden. Also dass aus Jon Snow tatsächlich Jon Schnee wurde und aus dem Wolf Ghost, Geist und aus Grey... Greyjoy, Graufreund wurde und auch, ich glaube, Königsmunde heißt King's Landing oder so. Also meine Schwester ist da sehr genervt, weil die hat sie, glaube ich, alle auf Englisch angeguckt. Ja, das Leben ist hart. Also ja, wie ihr seht, das hat mich wirklich überrascht, dass mich diese Serie so mitnimmt und ich die so geil finde. Und ich habe jetzt, glaube ich, lang genug über Game of Thrones geredet. Ja, ich glaube, das ist neben Jonah wirklich ein absolutes Highlight in meinem Jahr, was so die Bücherwelt angeht. Und ja, sonstige Highlights habe ich jetzt noch. Für mich war ein absolutes Highlight auch in diesem Jahr das Testlesen bei Laura Newman. Ihr habt es vorhin schon bei Jonah gehört. Wir durften bei Coherent Testlesen bei Another Day in Paradise, mein erstes Zombie-Buch schlechthin. Und das hat mich gleich so geil gepackt, dass ich direkt danach noch ein Zombie-Buch gelesen habe. Seitdem nicht mehr. Ich wollte auch The Walking Dead, habe ich den ersten Teil da, wollte ich noch lesen. Ich ja, komme jetzt auch vor lauter Fantasy gar nicht mehr zu irgendwas anderem. Und ja, haben auch Jonah-Test gelesen und es hat einfach immer so viel Spaß gemacht, egal ob wir anfangs zu zweit waren, zu dritt waren, jetzt waren wir im Grunde zu viert in der Testlesegruppe, das ist so cool und wir tauschen uns aus und jeder kann so seine Gefühle mit einbringen und man erfährt auch, worauf achtet denn der andere und ja, also sehr, sehr cool, es hat mir so viel Spaß gemacht, mit den anderen das zu lesen und auch einfach so, ja, in diese Geschichten von Laura sowieso einzutauchen. Also alle 3 Bücher, absolute Leseempfehlungen natürlich von mir. Und ich bin sehr gespannt, was uns beim nächsten Buch erwartet. Das wird ja die Fortsetzung sein zu Another Day in Paradise. Und ich bin mega gespannt, was der lieben Laura dazu eingefallen ist und was sie uns da noch ja, zum Lesen lässt. Und ja, dann ein Highlight, ich glaube Juni war es gewesen, war meine Berlin-Reise zu lieben Denise. Ganz liebe Grüße an dich, Denise. Denise habe ich ja kennengelernt eigentlich über YouTube letztes Jahr und zwar habe ich auf meiner Kaufliste Kaufalarm bei Rebuy gehabt, die DVD Jede Frau braucht einen Engel, ein schwarz-weißer Weihnachts-Winterfilm mit Cary Grant. Und den habe ich als Kind, Jugendliche unglaublich geliebt. Jetzt habe ich ein paar Jahre nicht gesehen, dachte bei Rebuy, Mensch, da verkauft den doch bestimmt jemand. Und eines Tages leuchtete mein Kaufalarm, ich rannte heim, bestellte und habe ihn dann, ich glaube, bei meiner, ja, beim Rebuy-Unpacking gezeigt. Und die Denise hat, also schon vom Kommentaren kannte ich die liebe Denise, hat dann geschrieben, hey, könnte es doch tatsächlich sein, dass du jetzt meine DVD in der Hand hältst. Ich habe die vor kurzem erst bei Rebuy verkauft. Und so sind wir ins nähere Gespräch gekommen, haben uns dann über DVDs ausgetauscht. Sie hat mir dann noch ein ganz liebes Paket mit anderen DVDs von sich, die sie aufgelöst hat aus ihrer Sammlung, zugeschickt. Und wir haben dann halt uns in Leipzig auf der Buchmesse das erste Mal kennengelernt, persönlich. Und wir sind dann irgendwie über, ja, über Schreiben, wir haben telefoniert und dann hat sie eben gemeint, Mensch, komm doch mal nach Berlin. Und das habe ich tatsächlich getan. Von, wann bin ich angereist, Denise? Freitag bis Montag? Ich glaube, so war es gewesen. Und sie hat mir, ich glaube, fast alles von Berlin gezeigt. Nein, es wäre übertrieben. Aber wir hatten wunderschöne Tage. Wir hatten zum Glück auch sehr, sehr tolles Wetter, bis auf unsere Schifffahrt auf der Spree. Da war schon ziemlich kalt. War es wunderschön. Berlin, eine Stadt, die ich mir ganz anders vorgestellt habe. Sie war grün, sie war warm, sie war herzlich. Die Menschen...
es war toll. Also ich, ganz, ganz toll. Ich habe auch vor kurzem so ein bisschen die Bilder mir wieder angeguckt und ich bin da sofort wieder drin. Wir haben uns Madame Tussauds zum Beispiel angeguckt. Wir waren Sonntagabend auf einem Konzert von Brandon Flowers, der, ja, der Frontman von The Killers ist, was vielen ja viel mehr sagt. Und er füllt ja eigentlich Stadien in den USA, wenn er mit The Killers unterwegs ist, beziehungsweise wollte ich ihn in Deutschland ja auch schon sehen und kriegst du keine Karten für, aber für Brandon Flowers bekommst du in der kleinen Halle, die auch dann noch die schöne neue Welt Huxley-Halle heißt oder so, was ist das für ein geiler Zufall, dass Brandon Flowers am gleichen Tag wie ich in Berlin ist. Ich fand das so geil und ja, es war unglaublich toll. Ein wunderbares Highlight und ich hoffe, wir wiederholen das und ich darf nochmal nach Berlin kommen und vielleicht kommt auch die Denise im neuen Jahr dann einfach mal zu mir. Da gibt es natürlich nicht so viel zu sehen in Hof. Aber es kommt ja nicht drauf an, was man so sieht, sondern dass man beieinander ist. Und ja, Denise, wenn du es siehst, nochmal vielen Dank für diese schöne Reisezeit und dass du mich so toll durch Berlin geführt hast. Das war wirklich ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, es gab natürlich weitere Begegnungen. Auch Highlights für mich sind immer wieder die Buchmessen, wo man neben Autoren natürlich auch andere YouTuber, Booktuber, Blogger trifft. Und ganz besonders haben mich da, also zum einen in Leipzig gab es ja tatsächlich ein Foto von mir und Sebastian Fitzek und ich bin ja wirkliches Fangirl bei Sebastian Fitzek. Ich kann es mir nicht erklären, wirklich nicht. Ich verstehe es nicht, ich sehe diesen Mann und mir fehlen jegliche Worte, mir fehlt der Atem und ich weiß schon, glaube ich, gar nicht mehr dann, wie ich heiße, geschweige denn, was ich eigentlich gerade da wollte. Und ja, es ist unverständlich, aber es ist leider so. Und ja, im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bin ich leider nicht so nah rangekommen für ein Foto oder sonstiges, aber da gab es dann eben auch wieder die Highlights, als ich das wunderbare Gespräch mit den Drostens geführt habe. Ich glaube, wir haben wirklich so eine halbe Stunde miteinander reden können und es war so toll, einfach mal die Menschen hinter dem Buch zu treffen. Das ist ja was ich immer so auch so schon bei den Self-Publishern so toll finde, dass man so nah eigentlich am Autor ist oder an der Autorin. Und das hatte ich hier eben auch einfach. Es war so toll, es war so nett und es sind so liebe Menschen und die sprühten auch so vor Energie und als wir dann auch drüber reden, wie Bücher und so entstehen, das fand ich so toll und ja, war ganz, ganz toll. Und auf beiden Messen habe ich die liebe Gabriela Engelmann getroffen. Das ist ja so meine erste Autorin, die ich, glaube ich, auch so live getroffen habe, damals bei meiner ersten Leipziger Buchmesse, wo sie noch, glaube ich, mit ihren Märchenbüchern unterwegs war oder ich glaube dann mit im Pyjama um 3:30. Ja, ich glaube, das war so das Buch, was da gerade rauskam und sie ist meine Märchen und meine Inselfee. Ich mag sowohl ihre Jugendbücher als auch ja, die Erwachsenenbücher, die ja dann immer auf Inseln spielt. Ich bin da absoluter Fan und das ist auch, die Gabriela ist auch jemand, der so herzlich ist und so lieb ist und mit der man sich so toll einfach so, auch wenn es Viertelstunde ist, sich so toll austauschen kann und ja, man einfach so das Gefühl hat, dass das da, ja. Und so ist es natürlich auch mit Booktubern und Bloggern, dass man die Leute trifft, die sonst unglaublich weit weg wohnen und man hat alle mal so auf einen Haufen und man trifft sich, man kann sich unterhalten, wenn es auch leider nicht immer so lange ist. Man tauscht sich einfach aus und das war ganz, ganz toll in Leipzig. Es war auch sehr cool in Frankfurt, da war ich leider nur ein bisschen krank und total geflasht von den vielen Menschen und von der ganzen Situation. Mir waren das dann teilweise auch einfach zu viele Menschen und ich dachte mich, boah, also das ist schon echt der Hammer. Und sehr schön war dann auch in Frankfurt das Abendessen, wo man einfach sich ein bisschen besser austauschen konnte. Und es sind immer oftmals die gleichen Verdächtigen. Also man trifft Leute immer wieder. Und so dann auch beim bayerischen Booktuber-Treffen in Nürnberg Anfang Dezember, wo man dann halt Leute auch mal getroffen hat, die man vorher nicht kannte, also kannte vom persönlichen Kennen, weil sie noch auf keiner Messe waren. Beziehungsweise dann eben auch einfach Leute getroffen hat, die man halt schon in Frankfurt oder Leipzig kennengelernt hat und das immer wieder toll ist. Und es ist unglaublich schade, dass Menschen, mit denen man so viel auch gemeinsam hat und die so nett und lieb sind, dass wir einfach all so weit auseinander wohnen, ist so unglaublich gemein. Und ja, also das nächste Booktuber-Treffen ist dann, glaube ich, in Regensburg. Und ich hoffe, dass es vom Termin her gut passt, sodass ich da dabei sein kann. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und natürlich auf die Leipziger Buchmesse, auf die ich ganz fest vorhabe zu gehen.
vielleicht sogar dann 2 Tage hochfahre, wenn das mit dem Presseausweis wieder klappen sollte. Und ja, es ist von mir ja nicht weit weg. Leipzig sind, glaube ich, knapp so 1,5 Stunden, wo ich sage, das kann man durchaus mal fahren. Und mit dem Presseausweis in diesem Jahr war es sehr cool, weil wir direkt im Pressegelände und so dann halt auch halten konnten, parken konnten und dann nicht weit zur Messe hatten. Und das war echt mega. Also fand ich unglaublich cool, hat viel, viel Spaß gemacht. Und ja, Highlights dieses Jahr war natürlich auch... Also es sind immer Highlights, sind Rezensionsexemplare, bei denen ich wirklich mich immer freue, wenn ich da eine Zusage vom Verlag bekomme, wenn ich was anfrage, wenn der Verlag auf mich zukommt, wenn Autoren auf mich zukommen, wenn der Austausch einfach ist. Es gibt so viele nette Leute bei Verlagen, mit denen man dann auch einfach mal so schreibt, also zwar dann schon wegen, hallo, ich hätte gerne das Buch oder hier ist der Beleglink von meinem Video und man dann einfach so in den Austausch kommt. Und das ist einfach so, man hat das Gefühl, so eine eingeschweißte Gemeinschaft, total verrückte Buchsüchtige sozusagen. Und das ist immer was ich ganz, ganz toll finde. Und auch gerade, wenn man mit Autoren direkt so in Kontakt tritt und die einen auf einen oftmals halt zukommen und man dann einfach sich so austauschen kann. Und das ist einfach toll. Also wie dann zum Beispiel auch, Michelle Schrenk, die ich leider noch nicht persönlich getroffen habe, aber mit der ich immer so einen Austausch auch auf Facebook habe. Oder auch Juliane Maybach. Das ist einfach so ein bisschen, das ist, ja, es macht einfach Spaß. Und auch sehr schön finde ich unsere aktuelle Wichtel-WhatsApp-Gruppe. Und das sind halt auch YouTuber. Und wir haben gewichtelt. Und aus der Wichtel-Gruppe ist aktuell eine Game of Thrones-Süchtigkeitsgruppe mehr oder weniger geworden. Ich glaube, mittlerweile guckt irgendwie jeder oder kennt die Serie schon. Und wir sind alle, ich bin im extremen Fieber, ich habe glaube ich 41 Grad dabei, aber das ist so schön, man hat da Menschen, ja, oder die liebe Miriam, mit der ich jetzt schon das ein oder andere Buch gemeinsam gelesen habe und wir uns auch über WhatsApp austauschen und das ist einfach so, es sind einfach so liebe Menschen, die es gibt und die leider viel zu weit, wie gesagt, wegwohnen und man denkt sich, es gibt auch etwas Gutes in dieser Welt, etwas Schönes und es gibt nette Menschen und man erlebt ja leider im Alltag doch sehr oft, dass es ganz doofe Menschen gibt und da sind einfach Herzensmenschen und das ist einfach schön. Und ja, das macht, glaube ich, auch einfach so ein bisschen YouTube für mich zu etwas Besonderem, zu meinem Highlight, glaube ich, einfach so, wenn ich meine Hobbys nehme, also YouTube lesen, ne? Das ist so, wo ich sage, dass das ist so das Besondere, dass tatsächlich Menschen dahinter sind und nicht wie bei einem Film oder bei einer Serie halt einfach Macher, sondern einfach der echte Mensch und ach ja, so. Ich glaube, das war jetzt sozusagen das Wort zum Silvestertag, zum alten Jahr. Und ja, was wird sich im neuen Jahr tun? Da schauen wir einfach mal. Also ich habe keine grundsätzlichen Vorsätze. Ich bin da gar kein Freund von, weil ich glaube, das ist so was Vergängliches. Das ist gefällt mir persönlich nicht, so Vorsätze, die man sich zum neuen Jahr schafft. Schauen wir einfach mal, was es bringt. Und ja, ich hoffe für uns alle, dass wir gesund bleiben. Das ist immer ganz wichtig. Ich wünsche, dass wir uns alle gut dann im neuen Jahr wieder treffen. Kommt gut ins neue Jahr, feiert schön oder macht, was ihr wollt. Genießt den Abend so, wie ihr ihn euch vorstellt. Und ja, genießt die Zeit, genießt die Feiertage und lasst es euch gut gehen. Kommt gut ins neue Jahr und seid im neuen Jahr wieder dabei. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, in alter Gewohnheit, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.